So, da wären wir wieder. Mit Feuerbomben bewaffnet und 3 Heiltränken. Aber ich denke irgendwie nicht, dass die hier reichen werden. Aber was soll's. Wir haben gerade abgespeichert, also stampfen wir jetzt da einfach rein. Oh, das waren die bösen Pilze, ne? Mit den Giftwolken. Die werfen irgendwie einen garstigen Schatten. Wie kommen wir hier raus? Ist hier irgendwo ein Knopf gewesen? Ich sehe fast gar nichts. Der Lichtzauber muss gerade ausgegangen sein. Aber bisher sieht das einigermaßen machbar aus. Ist nur die Frage, wie viel die Viecher aushalten. Denn ich habe schon recht viele Jobs verteilt und trotzdem ist noch keiner von denen umgekippt. Da schon wieder einer. Jautsch. Ich würde mich auf einen konzentrieren, aber irgendwie ist es mir zu wichtig, nebenbei zu kommentieren und nicht in eine Ecke gedrängt zu werden. Dann werden wir damit leben müssen, dass ich die Schläge auf die Typen verteile. So. Und so viel Giftschaden kriegen wir gar nicht. Ach ja, wegen dem Bracer. Der macht irgendwie 95... Nee, 50 Giftschutz. Ja, das war alles geplant. Den habe ich extra deswegen angezogen. Naja, nicht wirklich. Aber das lief überraschend gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das hier überleben beim ersten Mal. Aber so kann es auch laufen. So, das reicht erstmal für ein Licht. Oder reicht auch nicht für ein Licht. Was ich recht irritierend finde, dass ein Lichtzauber so viel Mana kostet. Ah, gut. Jetzt? Jo. Aber sehr schön. Mussten wir auch keine Feuerbomben verbraten. Ist alles gut. So, jetzt würde ich nur gerne hier raus. Schlüssel. Oh, nehmen wir doch mal den da. Sonst ist hier nirgendwo was an der Wand. Und der andere Pilz hat auch nichts dabei. Nö, hier ist nur die Fackel. Okay, jetzt sind wir in Archiven. Und wow, wir haben das Spinnenlevel echt ziemlich souverän gemeistert. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir es so schnell hinbekommen. So, was haben wir hier? Eine leere Flasche, kommt mit. Und Energie ist eine Flasche und ein Bluttropfen und eine Bluttropfenblüte. Okay, das wussten wir glaube ich schon. Auch wenn ich es nicht wirklich häufig benutzt habe. Oh oh. Mit denen kommen wir einigermaßen klar. Die fliehen ja immer wieder um die Ecke. Genau wie wir auch. Und deswegen haben wir immer einen Freischlag. Können um die Ecke gehen. Die gehen auch um die Ecke. Und ja, ihr seht, was ich meine. Also die verarschen uns gerade. Jupp, die haben uns gerade verarscht. Und ich glaube, ich habe da hinten noch einen Zweierdruck gesehen. Das könnte das Ganze noch wesentlich interessanter machen. Aber nee, zu spät, Jungs. Jetzt suchen wir eure Kameraden. Da seid ihr. Autsch. Na komm. Ach, warum verfehlen wir jetzt so häufig? Wir haben doch gerade schön unseren Skill erhöht. Ting, ting. Und ja, die 4 Teleporte, die ihr hier um uns herum seht, die kennen wir ja auch schon. Der nervigste davon war der mit den Gedankengängen, auch wenn ich jetzt ja weiß, wie es funktioniert. Aber damals war das einfach nur die Hölle. Also ja, dieser Playthrough wird wesentlich schneller gehen, obwohl es ein 100% Run ist, würde ich mal sagen. Da ich bei den ganzen Rätseln nicht mehr so lange brauche. So, Ding. Obwohl, wir wissen nicht, wie schwierig es später noch wird. Die Fighters Challenge zum Beispiel stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Also kann es sein, dass wir da ein paar Folgen dann knabbern werden. So, Frostpfeile kommen mal mit, auch wenn wir sie nicht wirklich brauchen. Hier waren irgendwo Viecher hinter, aber die kommen noch nicht raus. Das dauert noch eine ganze Ecke.
Sonst müssen wir jetzt als 1 aussuchen. Also Time and Tide, das schreibe ich mal auf. Time and Tide. Das waren die zeitbasierten Rätsel. Da könnten wir eigentlich gleich mal rein. Hier war der Beast Garden. Was da war, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Es kann nichts wirklich Gemeines gewesen sein, sonst wüsste ich es noch. Hier sind die Katakomben, das heißt Untote. Catacombs. Und da unten ist Trails of Thought. Also Gedankengänge. Fehlt ein Tee, was soll's. Machen wir das mal als erstes. Also der Trick war, man geht auf eine Platte rauf und drumherum werden alle Platten betätigt. Das heißt, sie werden entweder aktiviert oder deaktiviert. So, wir wollen da hinten hin. Das war jetzt doof. So, also ich kann hier nur nach vorne, aber wenn ich in Ecken gehe, werde ich eingesperrt. Ich kann nur dahin. Ich kann nur dahin. Ich kann nur hierhin. So. Da gehe ich hin, geht das weg. Da gehe ich hin, geht das weg. Ah. Ich habe ein wichtiges Detail vergessen. Also so viel dazu, dass es jetzt schneller geht, weil ich weiß, wie die Rätsel funktionieren. Das Detail, das ich vergessen habe, ich muss hier links erstmal noch den Knopf drücken. Also so, so, so. So. Wie rum mache ich das jetzt am besten? Ah, ich glaube, jetzt haben wir es. Tada! Ja, es ging auf jeden Fall ein Ticken schneller als letztes Mal. Da waren es ja 1,5 Folgen, wo ich einfach nur hin und her gelaufen bin. Aber wirklich schnell ist was anderes. So. Hier haben wir eine altbewährte Krexe. Halb Krähe, halb Echse. Die genauso selten trifft wie wir auch. Das passt ja. Komm her. Was machst du da? Drehst dich auf der Stelle? Komisches Ding. Naja, das hatte ich auch eher durch Zufall gelöst, als durch irgendwas anderes. Logik, was auf. Auch da. Oh, den können wir benutzen, um Giftbolzen zu schießen. Das ist schon mal ganz praktisch. Aber ich lenk ab. Ich versuche gerade rauszufinden, was ich hier damals gemacht habe. Die konnte ich nicht auslösen, richtig? Nee. Ah, das war's schon. Man musste nur einen Schritt hierauf machen, um das Ganze hin und her da einmal zu unterbrechen. So. Dich brauchen wir gleich hier. Und ein Legionär ist nicht wirklich schlimm. Und ich glaube, da hinten sehe ich schon diesen Mittelpunkt. Also von den 4 Räumen in dem Nexus, wo halt die Gedankengänge, die Katakomben, das Bestiarium und so weiter waren, kam man ja in 4 Unterbereiche. Und die Unterbereiche führten jeweils zu einem großen Raum. Und das ist, glaube ich, der da hinten. Da war auf jeder Seite dann eine Schriftrolle. Und die Schriftrolle mussten wir im Nexus in die richtige Nische legen. Das heißt, wir haben jetzt schon ein Viertel dieser Ebene gleich geschafft. Na komm. Zack. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Teile von dem Lurker-Set, damit wir noch seltener getroffen werden. Also momentan ist es schon ganz okay. So viel Schaden bekommen wir nicht. Aber so 1, 2 mehr Teile wären schon schick. Was war das jetzt? Ich mag keine Knöpfe, wo ich nicht weiß, was sie machen. Ah, doch.
Pfeilgrube da anscheinend hat es zugemacht. Das gucken wir uns auch gleich mal genauer an, nachdem die Krexe da tot ist und die nächste gleich angeflogen kommt. Ja, genau, du. Ah, da ist ein Knopf. So, das Ding muss auf jeden Fall mit. Und Tyrannimo. Ha. Hat den Teleporter deaktiviert und das Ding da aufgemacht. Okay. Das heißt, wir machen das Ganze gleich nochmal und springen dann sofort in das Loch da rein. Vorher speichere ich doch lieber ab. Aber dann springen wir in das Loch da rein. Okay, neue Reihenfolge. Wir schlafen, dann speichern wir ab und dann springen wir in das Loch da rein. Denn wir wissen nicht, was da unten ist. Und volle Energie lohnt sich doch schon, denn die Chops und Critical hauen gut rein inzwischen. So. Speichern. T11A. Klick, Lauf, 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 Lauf. Dreh, Klick, Lauf, 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 Lauf. Und wir haben kein Licht und sind umgeben von Untoten. Yay! So, was haben wir hier? Ein gezahnten Schlüssel. Und das war keine gute Idee. Wir sollten das aufmachen, wenn er nicht vor der Tür steht. Oder? Nee, wir sollten es direkt so belassen, wie es ist, weil hier drin sind wir gesichert. Und wenn wir da rauslaufen, könnten wir in irgendeine Ecke gedrängt werden. Hier sind wir zwar in einer Ecke, aber es ist eine sichere Ecke, in der wir sogar schlafen können. Was ziemlich unangenehm sein muss, hier zu schlafen, aber sei es drum. So. Den Schaden schlucken wir jetzt erstmal eine Weile. Hält sich ja auch einigermaßen in Grenzen. Dafür kommt er schnell. So, zu. Schlafen. Ja, es ist nicht die alte, die gute englische Art. Aber was muss, das muss. Wir hätten zwar noch ein paar Heiltränke, aber die sind mir momentan doch ein wenig zu knapp. Ich will nicht wissen, wie ich mir später noch in den Arsch beiß für jeden Heiltrank, den wir bisher schon getrunken haben. Ting. Ja, du triffst uns nicht. Du bist nicht so zielgenau wie der Schütze. Na, 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 na. Drei Schaden. Was kannst du aber besser? Ah, langsam läuft es echt gut mit unserem Charakter, muss ich schon sagen. Also, dass wir den Legionär jetzt einfach so weggehauen haben und haben nur drei Schaden dabei bekommen, das ist schon cool. Und ich höre nichts mehr. Das ist doch ein gutes Zeichen. Also ja, ich denke, Axt war eine gute Entscheidung. Denn damit können wir wenigstens noch hauen, wenn wir auch keinen Mana mehr haben. Bei den Zaubern wäre das ja nicht so einfach gewesen. So, oh, Inventar ist voll. So. Hier unten ist jetzt niemand mehr. Wir hören zwar noch Schritte, aber die werden irgendwo von außerhalb kommen. Und hier die Wand kriegen wir später auch noch auf. Aber dafür müssen wir erstmal da irgendwo runterpurzeln. So, hier ist nichts an den Wänden. Ups. Außer der Teleporter. Na gut, dann sind wir jetzt halt wieder hier oben. Also, Gedankengänge haben wir schon mal abgehakt. Das war da unten. Das heißt, wir gehen nächste Folge in Time and Tide. Das sind die zeitgesteuerten Rätsel. Die waren ja auch ganz lustig. So, erstmal speichern wir jetzt aber ab. T11B. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.